Wie baue ich eine Dachbegrünung selbst auf? Auf einem Carport, auf einem Schuppen? Wie das geht, zeigen wir euch heute in diesem Video. Mein Name ist Jörg Baumhauer von der Renatur GmbH und los geht's. Wer sein Dach nicht sofort begrünen kann, tut gut daran, die Holzschalung mit einer Notabdichtung zu schützen. Auch die sollte möglichst im Randbereich mechanisch fixiert sein. Nach der Entfernung dieser Notabdichtung wird die Schutz- und Trennlage verlegt mit 5 cm Überlappung. Auch diese sollte im Randbereich mechanisch fixiert werden. Anschließend wird die Schutz- und Trennlage Geofließ 300 Gramm verlegt. Auch das sollte im Randbereich mechanisch fixiert werden. Anschließend schön den Ecken drücken, damit es keine Falten gibt beim Verlegen der Dachdichtungsbahn. Und auch im Randbereich auf die Aufkantung verlegt. Die Überlappung der Schutz- und Trennlage erfolgt mit 5 cm und anschließend werden dann auch schon alle Durchbrüche ausgeschnitten. Wer PVC-Folien verwendet, kann in dem Fall auch PVC-Gullis verwenden, die sich sehr gut dafür eignen, auch geformt zu werden, um sie randnah einbauen zu können mit dem Heißluftgerät. Die werden dann mit Schieferstiften befestigt. Achtet bitte darauf, dass die Schieferstifte nicht zu lang sind und unten aus der Holzschalung wieder rauskommen. Anschließend wird die Dichtungsbahn in der Fläche verlegt. Die Flächenbahn wird im Randbereich mechanisch fixiert. Und die Überlappung auch hier der Dichtungsbahn beträgt 5 cm. Wer mit Rauf- und Randprofilen arbeitet, kann ein Windband einbauen, das dafür sorgt, dass unter die Dichtungsbahn und unter das Profil kein Windstoß fegt. Anschließend werden die Rauf- und Randprofile verarbeitet. Wir beginnen immer in den Ecken, indem man dort also die Bleche mit einer Blechschere ausschneidet und dann in den Eckbereichen mit der Montage beginnt. Die Verbindung der Bleche funktioniert am besten mit sogenannten Blechstoßverbindern, die unterhalb der Profile in den Stößen eingebaut werden. Anschließend werden auch hier die Bleche wieder mechanisch fixiert und dann kann man schon mit dem thermischen Verschweißen der Abdichtungsbahn mit einer Andruckrolle beginnen. Wir verlinken dazu auch nochmal ein Video, wo wir verschiedene Heißluftgeräte und verschiedene Andruckrollen vorstellen. Von oben werden die Stöße mit den Folienstoßverbindern geschlossen. Auch hier mit dem Heißluftgerät. Laien sollten da am besten ein heißes Tuch verwenden, ein feuchtes heißes Tuch, um die Stöße zu verschweißen, sprich PVC-Folie auf PVC-Bleche. Anschließend kommt die Randbahn, die getrennt ist von der Flächenbahn, die wird auf die Verbundprofile aufgeschweißt und zwar in allen Bereichen, auch nochmal ein bisschen warm gemacht. Auch hier eignen sich verschiedenste Andruckrollen, ob jetzt eine Messingrolle oder die kugelgelagerten Andruckrollen wie hier, um die Folien miteinander zu verschweißen. Auch hier wird erst im hinteren Bereich die Folie verschweißt und dann im vorderen Bereich. Und achtet darauf, dass wirklich die Nähte komplett bis vorne hin geschlossen sind und über die kompletten 5 cm auch verschweißt. Wichtig sind die Stöße und die Überlappungen, denn hier kann es zu Kapillaren kommen, die hinterher zu Undichtigkeiten führen. Dafür eignet sich so eine Messing-Andruckrolle sehr, sehr gut. Profis verwenden Andruckrollen, manchmal aber tatsächlich auch feuchte Tücher. Entscheidend ist hier, schweißt von innen, also von der Dachfläche und nicht von außen. Anschließend werden die Nähte mit einer Reißnadel kontrolliert. Und dann folgt auch schon die Abdichtung im Randbereich an aufgehenden Bauteilen mit dem sogenannten Wandanschluss. Auch das ist ein Verbundblech, der mit Hammerschlagnähten dann in der Wand befestigt wird. An diesen lässt sich wunderbar die Dachdichtungsbahn anschweißen. Auch hier mit dem Heißluftgerät. Ihr seht, hier ist auch eine andere Andruckrolle. Und anschließend werden die Fugen versiegelt mit zum Beispiel Adhesil. Achtet darauf, das sind Wartungsfugen, die sollten jedes Jahr einmal mindestens kontrolliert werden. Wer nicht so häufig schweißt, sollte jetzt eventuell überlegen, ob er eine Plane verwendet. Wer häufiger schweißt, versierter ist, kann natürlich, wie hier, wie die Kollegen das zeigen, das mit einer Quetschfalte machen oder beziehungsweise mit einer entsprechenden Falte die Ecke ausbilden. Wir verlinken das auch gerne nochmal hier. Es gibt verschiedene Videos, wie man Ecken fertigt, in unserem YouTube-Kanal.
Schwierig sind die Kapillaren, die sich nach hinten ziehen. Also hier kann es bei den Ecken wirklich oft zu Undichtigkeiten kommen. Fertigecken wären eine alternative Lösung. Wie ihr seht, arbeiten wir ausschließlich mit Heißluftgeräten. Und dadurch, dass wir in den Ecken oben natürlich eine Aussparung haben, sozusagen eine potenzielle Undichtigkeit, werden Patches gesetzt. Diese Patches werden warm gemacht, überdehnt. Und dann in dem Eckbereich oben an der Aufkantung aufgeschweißt. Auch hier wieder mit einem Heißluftgerät. Mit einer schmalen Düse eignet sich sehr gut. Für Laien weniger gut, das mit Hand zu machen, nehmt einen feuchten Lappen. So seht ihr es, wenn man es verschweißt mit feuchten Lappen, dann verbrennt man sich bei 360 bis 430 Grad auch die Finger nicht so häufig. Jetzt ist die Ecke dicht. Anschließend wird die Naht in der Fläche nochmal kontrolliert. Und dann hinterher noch einmal abgesiegelt mit der Nahtversiegelung. Wichtig, Nahtversiegelung ist nur eine zusätzliche Glättung und ein Schluss der Kapillare, aber keine Abdichtung. Die Naht an sich muss natürlich dicht sein. So, das war es im Schnelldurchlauf. Und zu den einzelnen Aspekten, wie man so ein Dach aufbaut, findet ihr bald in unserem Kanal noch mehr Videos. Und bleibt dran, der zweite Teil, wie baue ich die Dachbegrünung auf, folgt auch hier in Kürze in diesem Kanal. Und wenn es euch gefallen hat, abonniert unseren Kanal, drückt auf die Glocke, dann verpasst ihr auch nicht, was in Zukunft folgt auf diesem Kanal. Bis bald!